die Leute mehr Geld verdienen oder faire Tarifbedingungen bekommen. Das zu erreichen, was die Streikenden wollen, sei es also nicht nur alleine auf dem Sektor Lohn oder Arbeitszeit. Es geht also auch um politische Sachen, kommt darauf an, dass die vernünftig dargestellt werden und jeder weiß, warum er es macht. Seine Ziele zu erreichen. Man hat gewisse Forderungen und möchte die umgesetzt haben. Und man möchte auf sich aufmerksam machen. Man möchte auch, dass alle das wissen natürlich. Mein Verständnis ist der Zweck von Streik, dass Arbeiter die Chance haben, für eine faire Arbeitsbedingungen zu kämpfen oder für besseren Lohn oder sich irgendwie selber die Macht haben, was in ihrer Situation zu ändern. Es kommt immer ganz drauf an, in welchem Umfang, aber ist durchaus eine Meinungsverständigung. Fände ich jetzt nicht schlecht. Also manchmal sind die Streiks schon etwas lästig, wenn die Piloten oder die Lokführer streiken, aber in der Regel ist es eigentlich ein sinnvolles Instrument zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Yeah, definitely. It's a way to get your point across. It's a way to like speak your mind, make a voice. Ja, man kann die einerseits schon verstehen, aber für die Bahnreisenden und so zum Beispiel ist es halt schon kacke, ne? Und für die Leute, die auf ihre Post warten. Das ist ein sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das gehört auf jeden Fall zur Demokratie dazu. Gerade im letzten Jahr, ja, deutlich. Nein, um Gottes Willen. Nee, also in Deutschland ist das auf jeden Fall voll im Rahmen. Ich glaube, in anderen Ländern geht das ganz anders. So, also nee, in Deutschland ist das in Ordnung. Teilweise schon, ja. Also bei der Deutschen Bahn ja mittlerweile. Das ist dann schon schade, wenn es dann die Öffentlichkeit mehr in Bedrängnis zieht als das Unternehmen selber. Wenn ich mir manchmal die Gründe ansehe, ja. Es gibt Wichtigeres. Denken Sie an den Bahnstreik. Der hat am wenigsten die Führung der Deutschen Bahn getroffen. Sondern Sie, mich, alle anderen. Notwendig war es schon, aber dass sich zwei Gewerkschaften kabbeln. Und es ging nicht mehr um das, was die Mitarbeiter der Bahn haben wollten, sondern es ging nur darum, welcher der beiden Gewerkschaftsbosse die Macht hat, die GDL oder die Eisenbahnergewerkschaft. Und sowas finde ich auf Dauer gesehen und so ausgedehnt, wie es war, absolut Blödsinn.